Ich bin ein Ghost. Ein Elite-Soldat. Ich wurde darauf trainiert, meine Feinde auszuschalten, bevor sie wissen, dass es mich gibt. Der Tod ist mir auf den Fersen. Aber ich überlebe. Ich überwinde alle Hindernisse. Gebe niemals auf. Und mit meinen Brüdern und Schwestern an meiner Seite gibt es keinen Kampf, den ich fürchte. Ich lege deine Welt in Schutt und Asche. Ich bin auch ein Ghost. Und ich würde nichts anderes erwarten. Hallöchen, Freunde. Weiter geht's mit der nächsten Folge. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Wir mittlerweile das Nebenprojekt, also Nebenmission abgeschlossen, der letzten Folge. Da sind auch wieder Gegner, die haben das nicht einmal mitgekriegt, dass da Explosionen waren. Die Information holen wir später, jetzt. Da ist ein schwerer Junge, also ein schwererer. Aber ich hole immer zuerst die Drohne, oder? Weil die geht mir dann am Arsch. Wenn ich die Drohne nicht zuerst runterhole, die verfolgt mich dann. Dann erwische ich es nicht so wie jetzt. Jetzt erwische ich es eher. Na, super. Dann holen wir es jetzt da runter. Nachladen. Super, die rennen wieder schön auseinander. Taktisch gut. So, der ist erledigt. Das muss ich noch lernen. Im Laufen, das in der Wisch. Ja, der rennt auch wieder zurück. Das ist sehr schön. Machen wir halt einen Kopfschuss. Sehr gut. Aber ich glaube, die sind da aufmerksam worden drauf. Genau. Der kommt schon auf mich zu. Und der da hat mich noch nicht gesehen. Versteckt sich hinterm Auto. Gut. Aber er kommt natürlich auch auf mich zu. Nein, ist eh klar. Kopfschuss. Tschüss mit dir. Und ciao mit da. So.
die Situation bereinigt. Schuhe. 31er. Drohne, Drohne. Tarnung. Puh. Da habe ich mich einmal nicht klein gehauen im Dreck. Und getarnt hat mich die Drohne gesehen. Na dann geht die Hölle los. Die funkt dann, glaube ich, oder irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls kommt dann Verstärkung. Und was weiß ich alles, nein, das brauche ich alles nicht. Dann lassen wir es lieber vorbei. Soll die Drohne Drohne sein? Und ich hab meine Ruhe. Okay, da gibt's nichts. Na, bin ich wieder zu schnell gerannt. Bis zum... Aber egal, jetzt weiß ich es, jetzt gehe ich zum Biwak zum nächsten. Und fülle den Balken wieder auf. Die haben gar nichts. Na gut. Info. Info. Untersuchen wir. Aufsatz, Einsatzziel. Tag 50. War interessant. Gelles Scharfschützengewehr. Mhm. Blaupause. Gut. Aber um das kümmere ich mich in der Beta überhaupt nicht. Mit dem vergeude ich keine Zeit. Ich will das Gebiet sehen. Ich will... Ups, tot. Ja. Fleisch. Fleisch brauchen wir. Und das ist gut, dass das nicht viel Zeit kostet. Trieberena, das haben sie echt gut gemacht, weil hinstellen, Taste drücken und warten und Dings. Das brauchen wir nicht. Das haben sie echt super gemacht. So, mit dir legen wir uns gar nicht an. Du kannst ruhig vorbeifahren. Na komm, steig auf. Ich habe eh gute Waffen und für die Beta passt das schon. Aber dann, wenn ich das Projekt im Oktober starte, da mache ich natürlich, da suche ich mir schon die Waffen zusammen, was mir taugen. Und wenn ich die Blaupausen habe, das ist ein Bau dann. Sehr schön. Das ist echt wichtig. Gut. Info. Was findet man? Was kriegen wir? USB Taktikal. Ja. Keine Ahnung, was das für Waffen ist. Ob die gut ist oder nicht. Das werden wir mal sehen. Egal. Gut. Dann werden wir uns wieder ein bisschen aufwerten. Ja. Schuhe gibt es wieder bessere. Da habe ich lange Zeit keine Schuhe gefunden und jetzt habe ich gleich hintereinander Schuhe.
Sonst habe ich nichts. Gut. So, aber wir könnten ja Weltinfos sammeln. Schauen wir mal, was wir für Sachen jetzt haben. Nachforschungen, Aufsätze. Die Hauptmission haben wir ja schon abgeschlossen. Ja, probieren wir mal sowas. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ah, da war schon 1 vor 2. Wer hat das alles? Na, Blödsinn. Ich hab gesagt. Genau, in der nächsten Folge mache ich die, wenn ich eh schon da bin, diese verdammte Basis da. Genau. Ah, da fliegt schon wieder Drohne. Wo kommt die Drohne? Da. Schauen wir, ob wir es jetzt treffen. Jetzt muss ein Helikopter kommen, wo ich eine Drohne mir holen will. So. Einfacher ist von so. Au! Ruhig halten. Ah, jetzt muss ich noch mal. Scheiße. Ah, na, ist zu weit weg. Verzerrt sie. Gut. Schade. Was haben wir da? Nix. Was ist das? Das ist nur Wetterstation, ne? Schätze ich mal. Gut. Wir gehen jetzt dahin. Zu dem Lager. Ja, markier, Alter. Wie sind sie zwar? Dann machen wir einen Sturmangriff. Na, was ist jetzt da? Puh. Was einsammeln? Bitte, jetzt steig doch auf. Jetzt. Na. Aber da ist es logisch, im Moment. Wo haben die gerade stehen gesehen? Ah, da unten. Oh weh. Oh weh. Da haben sie sich auf dem Baum herst. Nachladen, komm. Jetzt. Ein bisschen nach links mehr, ja. Gibt's überhaupt was zum Holen da unten? Bevor ich da wieder runter rein. Info. Info gibt's. Dann müssen wir runter.
für den Heli. So, ich glaube, wir sind wir schon da. Ja, ja. Die große Anlage. Gut. Jetzt ist er schon wieder. Ich schalte ihn vor, aber ich hab aufgedruckt. Danke. Ja, wie ich da durchgefahren bin. Na, da sind sie. Was? Raketenwerfer und der Scharfschütze, okay. Müssen die als erstes überholen? Und dann gibt's ja Alarm-Typen, die alarmieren. Ja, da ist einer versteckt. Ich hab ja. Das habe ich auch noch nicht verstanden.
Vielleicht sollte man diesen mitnehmen. Meine schon, wo wir da reinkommen. Ne? Da wir eh umgekommen. Aber warte mal. Sensor. Dann nehmen wir das mit. Der Hashtag für diese Folge ist Wolf. Wolf. Oh oh. Ja, das ist Angriffsdrohne. Aber da wäre es noch ruhend. Gut. Ich will jetzt nur mal alle markieren, dass ich weiß, wo die alle sind. Bevor ich irgendwas mache. Der so, soll da wohl hupfen? Schon hoch. Ah, es geht. Hat höher ausgeschaut als was war. Scheiße, er hat jetzt auch gesehen. Fuck. War taktisch nicht so klug. Thank you.
Die ist jetzt auf Alarm. Sind alle auf Alarmbereitschaft. Die da hinten sind schon, sind schon weiß, gut. Geht er. Der geht da auf. Okay. Gescheißen jetzt aber. Alter. Muss ich da genau beim Reallon schießen. So, bin neugierig, ob der jetzt mit einer Granate hin ist. Das ist jetzt eine gute Frage. Oh oh. Scheiße, da ist eine Drohne. Ich weiß gar nicht, wo ich hinwerfen soll, dass die jo hin ist. Is not he. Fuck, der ist nicht hier. Super, eine Granaten macht nichts aus. Herrlich.
Scheiße. Ja, na klar, jetzt. Wo soll ich jetzt hin? Da vorne ist das Gerät. Und jetzt kommt die Musik. Ah, ein Mittelding, das kann ich nicht schießen. Falsche Waffen. Ja klar, zurückziehen, aber wohin? Lustigen. War mir schon klar. Da komme ich nirgends raus. Zurückziehen, ja! Aber ich weiß nicht, wo ich rausgekommen. Kommen alle auf mich zu und treiben quasi zu dem dort hin. Na herrlich. Alter Scharfschütze. Habe ich keine Chance gegen den Scharfschützen. Die Musik ist eine Katastrophe. Ist echt eine Katastrophe. So, wir haben es geschafft, wir sind nicht gestorben. Alter. Gut, dann machen wir da gleich einen Cut. Das ist ein Megabasis. Vor allem muss ich erst Aussage finden, wie man am besten sowas angeht, ne? Taktisch. Magst einen falschen Schuss oder magst einen falschen Schritt, dann ist da die Malte hinter dir, da hast du überhaupt keine Chance, da kannst du nur Standardwechsel und zurückziehen. Da ist zwar gestanden zurückziehen, aber das war mir eh klar. Da braucht man das Spiel nicht sagen, zurückziehen, das weiß ich selber. Aber das, dass mit den Scharfschützen nicht da wegballert haben, da oben da, das war mein Glück. Okay, das war wieder eine Folge. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Schauen wir mal, ob es sich noch ausgeht, weil die Beta ist dann vorbei. Entweder wir sehen uns noch oder viel Glück beim Gewinnspiel. Tschüss, pfiat euch, Baba, euer Dad, ich bin raus.